Inventar, drei Displays sind unterwegs. Hast du die internen Panzerungen eingebaut? Ja. Gut. Aber Du mir hast das Ding fehlen schon hier noch fertig gebaut. neun Gesundheit. Panzerglas. Ich grad. Panzerglas fehlt dir noch. Hast du noch interne Panzerung dabei? Dieses Interior Plate Nee, heißt das. ich habe die schon wegverbaut, aber ich kann dir noch gerne was. Eine brauchen wir noch. So. So, jetzt mal überlegen. Das mit den Gatlings gefällt mir immer noch nicht so ganz. Egal, bleibt so. Sieht zwar nicht gut aus, aber. LOL. LOL, was? Ich hab mich selbst erschossen. Wie hast du das gemacht? Nach vorne geflogen und nach vorne geschossen. Mit dem Sturmgewehr? Ja. Ich hab die Kugeln eingeholt und mich damit selbst getroffen. Okay, hat bei mir gerade nicht funktioniert. Guck mal, ob es alles fertig ist. Also ich sehe es kein müsste nichts mehr, theoretisch. Was theoretisch könnte man die Triebwerke noch ein bisschen abdecken, um sie zu schützen. Die Gott. Hier, die äußeren. Aber müsste eigentlich auch so gehen. Ha, ich sehe noch was. Das sieht ja absolut beschissen aus hier. Mach das mal fertig, Junge. Die Reaktoren müssen geschützt werden. Sonst kannst du es eigentlich gerade knicken. Das sieht jetzt zwar nicht schön. Halt! Den ganz außen noch nicht. Shit. Kommt zu schnell. Es sieht zwar nicht schön aus, aber immerhin. Überleben. Liegen die Reaktoren jetzt nicht mehr frei. Hier fehlt noch dieses von U-Stück. Brauchen wir das? Ja, das brauchen wir, dass die Gatlings Munition bekommen. Warte mal, ich such mal. Da ist es. Lass mich mal dahin, bitte. Ich will nicht in dich reinfliegen. Ich brauche Interior Plates, um die zu bauen. Gut, das heißt, wir gucken erstmal, ob wir noch was haben. An Interior Plates. Ja, da sind noch welche. Hoffentlich brauche ich nicht noch irgendwas. So. Ich höre doch schon wieder was schießen. Oder ist das ein Bohrer? Ach, das ist der Bohrer. Mhm. Willst du den mal in Bohrer umbenennen? Da fehlt noch irgendein. Ah nein, jetzt ist es. Okay, der Fighter ist theoretisch wieder einsatzbereit. Nur Munition fehlt noch und ich weiß nicht, ob ich Munition herstellen kann. Oh, ist das ein Geruckel. Jetzt, was brauche ich davon nicht mehr? Die brauche ich noch. Halt. Also 5454. Schuss habe ich noch. Toll. Du hast noch 5000 Schuss? What the fuck? Was ja, laut dem Ding schon. Sag mir nicht, dass wir jetzt als nächstes den Bohrer reparieren müssen. Nein, ich bin im Asteroiden. Ja, passiert mir auch dauernd. Ich würde mal den Bohrer wegfahren, wenn es dich nicht stört. Der schwebt da nämlich gerade ein bisschen ungünstig. Der sammelt. Du hast übrigens vergessen, den Auswurf anzumachen, ne? Das weißt du. Oh. Das nein. Fliegt jetzt alles gerade in der Gegend. Wie kommen wir aus dem Asteroiden wieder raus? Wieder ganz normal zurück, so wie du reingeflogen bist. Nein, nicht mit dem Schiff, er ist reingeglitscht. Wo ist denn bitte der Connector? Collector, ich Drills. Bin im Asteroiden, Maxi, ja, innen drin. Kannst du. Wo ist der Connector, Kevin? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Connector, da ist er doch. Aus. Dann ist eine gute Frage. Aus. Also das ganze Gebohre war jetzt relativ witzlos, weil er gerade alles wieder rausgeschmissen hat. Aber es hat sich ein schönes Häufchen Eis gebildet. Ich werde mal gucken, wie viel davon ich mitnehmen kann. Das kriegt er gerade wieder reingestellt. Okay, ich habe jetzt alles, was er ausgeworfen hat, wieder eingesammelt. Kommst du wieder raus oder machst du Harakiri? Begehst du Harakiri? Keine Ahnung, ich komme hier nie raus. Ich bin tot. Gut. Okay, gut, er ist tot. Nicht gut. Ja, sollten wir irgendwann mal den Asteroiden anfangen abbauen und eine Leiche finden? Was? Wir wissen, wem sie gehört.
Also das mit dem Abbauen ist echt total dämlich. Warum kann ich die Munition nicht auf die einzelnen Gatlings teilen? Müsstest du eigentlich können? Nein. Kannst du nicht? Die Frage ist, warum nicht? Kann sein, dass die Bohrer den Scheiß gar nicht einsammeln? Doch, aber nur zum kleinen Teil. Okay. Oder gefühlt kleine Teil. Aber wenn ich jetzt aussteige und da hinten in diese Kuhle gucke, da liegt wieder ein Haufen Eis rum. Dass ich einfach so ins Inventar stopfe. Ja, die sammeln nicht alles ein. Ja, das ist ja gut, dass es hier durch die Schwerkraft liegen bleibt. Wie mache ich das? Wie machst du was? Ich bin schon wieder drin. Was hast du diesmal gemacht? Weiß nicht, Johannes, guck mal ans Eis. Moment, ich versuche das gerade ins Eis. Ja, ich sehe es, da ist ein Bohrer. Ich versuche dich rauszubohren. Das geht nicht. Sag niemals nie. Vielleicht bräuchte Space Engineers auch mal eine Pause, wer weiß. Hi. Ich kann nicht zugucken, aber du drückst mich jedes Mal zurück, wenn du was abbaust. Ha, komisch. Siehst du, wie ich da was abbaue? Ja, ich sehe es, das rollt da die ganze Zeit raus. Ja, das drückt mich zurück und ich baue es ab. Komisch. Ich geh mal kurz was in der Base abliefern an Eis. Oh, Alter, ich werde hier rumher telefonieren, Johannes, was geht ab? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, bevor es noch schlimmer wird, wieder tot. Machen wieder wir eine Leiche im Asteroiden. Respawn mal an der Station. Ich schwebe jetzt gerade über dem Medical Room an der Station. Ich sehe Maxi da rumfliegen. Jetzt bist du hier. Ganz normal. Ja, ich weiß. Du, ich hab grad wieder abgebaut. Du kannst deine Bilder wieder übernehmen und hoffen, dass er nicht gerade zerschossen wird. Was schießt hier? Ein Gegner. Dann hole ich mir den Gegner. Ich begleite dich. Ha, zu langsam. Arschloch. Nein! Aha, ich hab die Waffe abgebaut. Ich hab den Reaktor fast abgebaut. Ha! Jetzt ist nichts mehr mit wegfliegen, hahaha. Ha. Arschloch. Klauen wir uns die wichtigsten Teile. Warum? Dann fliegt er wieder zurück, holt sich eine neue Waffe und kommt wieder. Alter, das ist witzig, du musst die Waffe nur wegmachen und er dreht um. Ja, dann ist er beschädigt. Ja, aber ich würde doch mal eine kleine Pause vorschlagen. Ja. Maxi, ruiniert die Bilder nicht. Wenn ich, ja. Flieg ihn am besten zur Basis zurück. Wir parken alle Schiffe schön anständig. Ich speichere die Welt nochmal manuell. Rein theoretisch, wenn er gut gezielt hat, fliegt er jetzt ohne Gyroskop und Reaktor Richtung Heimat. Warum hast du die jetzt doch noch schnell abgebaut? Ja. Hast du gut gemacht. Uns ist übrigens ein Bohrer abhanden gekommen. Wem ist der explodiert? Ja. Nope, bei mir nicht. Okay, gut. Nur, dass wir es uns merken fürs nächste Mal. Ja, ich war's. Ich geh mal weg, Frost. Boom, voll wegkatapultiert. Leute, ja, du kannst ihn da schweben lassen, nur die Trägheitsdämpfer unbedingt anmachen. Nicht, dass es so geht wie beim letzten Bohrschiff, in dem du drin gesessen bist. So. Leute, kommt, wir müssen uns verabschieden. Kommt hierher, kommt zu mir. Ich weiß nicht, wo bin ich? Warte. Das ist eine doofe Frage, wo bin ich? So. Hier seht ihr die drei Deppen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, diese kleine Runde, die wir hier veranstaltet haben mit vielen Gegnern. Aua! Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss! Tschüss! Tod. Nein, ich auch. Ja, ich bin der Sieger. Ha. Okay, also, bye bye. Hallo, ciao.